sind jetzt hier mitten in der Ausstellung Bogner Live Tradition und Vision und fangen Gedanken und Impressionen zur Ausstellung ein. Frau Lieberknecht, was hat Ihnen denn an der Ausstellung am besten gefallen? Diese Mischung, die schon im Titel zu erkennen ist, Tradition und Vision. Bei Vision fand ich diese futuristischen Kleidungsstücke bis hin auch zu den Leuchtmöglichkeiten, bis hin zu den Bildschirmen wirklich spannend. Das ist Seismograph, glaube ich, für den Zeitgeist schon. Da wird sehr viel kommen und Bogner ist ganz vorn dabei. Und die Tradition, also so dieses traditionelle nordische Muster und auch schon diese Skifahrerausrüstung aus den 30er Jahren, kommt einem auf einmal so weit weg auch wieder nicht vor. Also interessant an Bogner ist, was Tradition betrifft, dass er mit seinem Namen immer noch präsent ist und dass dahinter auch ein Gesicht steht und eine Persönlichkeit und nicht einfach eine Aktiengesellschaft, die sich nur noch mit einem Label schmückt. Das ist zum Thema Tradition. Und wie er sich immer wieder neu erfindet mit seinen Geschichten, mit seinen Filmen, das ist natürlich ein Ausblick auf die Zukunft. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, Willy Bogner ist schon seit vielen Jahrzehnten Ausrüster mit seiner Firma für die olympischen Mannschaften. Und ich war ja unter dem Zeichen des Bs war ich ja auch schon dreimal oder viermal jetzt dabei und habe dort gute Erfahrungen damit gemacht und bin ja Einheimischer hier, also es ist ein Heimspiel in Apolda, bin gebürtiger Apolder und wohne auch noch hier und finde die Aktion natürlich super. Und wenn Sie jetzt an diese zwei Richtungen oder Begriffe Tradition und Vision denken, glauben Sie, das kann man überhaupt vereinbaren oder bleibt da was auf der Strecke? Ja, ich denke schon. Also wenn ich mir die Vancouver-Einkleidung angucke, dann hat man ja auch irgendwo Tradition und Moderne miteinander verknüpft. Tradition bedeutet für mich auch Erfahrung. Das heißt, dass immer wieder die Geschichte einen ja auch etwas lehrt. Und ich glaube, das kann man anhand der Firmengeschichte der Firma Bogner oder auch an der Lebensgeschichte und Biografie ganz gut nachvollziehen. Und das hat er vorhin auch in der Vernissage ganz schön gesagt. Also es dürfen auch Fehler gemacht werden, aber aus diesen Fehlern lernt man auch. Und diese Fehler sind im Grunde dann auch wieder für die Zukunft dahingehend gut, dass man eben oder die dann auch mitnimmt in die Zukunft, um etwas Neues zu entwickeln. Die Ausstellung heißt Tradition und Vision. Wenn man diese beiden Begriffe oder Richtungen nimmt, glauben Sie, das ist gut verbindbar oder ist es auch schwierig, die beiden Sachen zusammenzubringen? Nein, ich glaube, das verbindet sich ja perfekt, weil man sieht, dass das, was von Bogner, von der Marke Bogner, vom Unternehmen und auch von Willy Bogner schon sehr früh, in den früheren Jahrzehnten, man sieht ja Bilder aus den 70er Jahren, entwickelt wurde für die damalige Zeit schon, wie man heute sagt, State of Art war, also schon damals sehr innovativ war. Sie haben vorhin eine wunderbare, fast schon philosophische Rede gehalten über die Mode mit ganz vielen Zitaten von Kleider machen Leute bis hin zu einem Job-Zitat. Haben Sie da ein Zitat, was Ihnen besonders entspricht, was Ihnen besonders gefällt? Ja, die Mode ist weiblich und ich fand es so toll, dass Willy Bogner darauf angesprochen dann gesagt hat, ja, weil Frauen mutiger sind. Finde ich schön.